Wieso? Ich weiß nicht, aber sie gab mir die klare Anweisung, dass wenn ich dich erstmal gefunden habe, ich dich nicht mehr aus den Augen lassen soll. Lass das jetzt sein, Rex Ford. Dr. Bedlow, wir müssen uns jetzt auf unseren Weg machen. Ja, wir haben es ja. Warte doch. Wenn du das noch ein einziges Mal machst, dann kriegst du eine direkt auf die Nase. Dr. Bedlow, bitte. Er ist mein Sohn. Ja, ich weiß, aber wir müssen jetzt los. Dann muss ich mitkommen. Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht möchtest du auch deine Freunde noch mitbringen. Vielleicht willst du ja auch einen Familienausflug daraus machen, nicht? Vielleicht auch deine Mutter mitbringen. Ich bin überzeugt, Dr. Scarabus wäre entzückend, wenn deine Mutter mitkommt. Dr. Scarabus? Ja, da werden wir hinfahren, verstehen Sie? Hey, Sie werden doch nicht ihn fahren lassen. Nun, ich tue es nicht gern, aber wenn nicht er, wer dann? Ich würde Sie gern fahren, Sir. Das ist aber ganz reizend von Ihnen, junger Mann. Ja, Grimes, Sie können dann hier bleiben. Ja, Sir. Estelle. Vater, ich würde lieber oben sitzen. Du weißt, wie krank ich werde, wenn ich drin sitze. Na ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Das ist ein netter Junge, den Sie da haben. Bevorzugt er denn seine Mutter? Sie bevorzugt ihn. Oh. Danke sehr. Ich würde sehr gern fahren, Sir. Idiot! Was ist denn da eigentlich vorhin mit Ihrem Kutscher passiert? Oh, nun, als er zum Stall ging, um die Kutsche vorzubereiten, geschah etwas mit ihm. Vater hat gesagt, er wäre offensichtlich das Opfer einer diabolischen Gedankenkontrolle geworden. Was es auch immer war, der Ausdruck in seinem Gesicht war abscheulich. Seine Augen starrten wie die eines Wahnsinnigen. Seine Lippen waren zurückgezogen, seine Zähne fest zusammengebissen, sein Atem laut und schnell. Finden Sie nicht, wir sollten lieber etwas langsamer fahren? Ja! Also was treibt denn bloß dieser Idiot? Hey, was ist denn mit dir los? Ich rede mit dir, Rex Ford! Er sieht jetzt genauso verrückt aus wie Ihr Kutscher. Was? Warum tun Sie nicht irgendwas? Irgendeinen Zauber oder sowas? Dann haben wir für die Kutsche keinen Fahrer. Ja. Geht es Ihnen gut? Da ist es. Was? Sollten wir da nicht besser allein reingehen? Und was hätten wir davon, Sir? Offensichtlich sind Scarabus' Zauberkräfte ja nicht nur auf das Innere seiner Schlossmauern begrenzt. Sehr richtig.
Warum gehen Sie nicht rein? Rexford, du gehst vor. Hier ist niemand. Wartet! Tun Sie doch etwas! Wir müssen raus hier. Nein. Nein, wir haben diese Weiterreise nicht gemacht, um beim ersten Hindernis den Rückzug anzutreten. Hm. Ja. Dr. Scarabus! Dr. Scarabus! Ist ein gemütliches Plätzchen, nicht? Ich habe Angst. Vater, ich... Angst, meine Teure? Hier gibt es nichts, vor dem Sie Angst haben müssen. Ich heiße Sie willkommen. Sie und alle anderen. Sie sind Dr. Craven, nicht wahr? Ich freue mich so sehr, Sie nach all den Jahren kennenzulernen. Der Sohn von Roderick Craven, jetzt endlich in meinem Haus. Ihr Vater und ich waren gute Freunde, wissen Sie? Freunde? Aber, wer ist dieses bezaubernde Geschöpf? Na, Sie... Nein, sagen Sie es mir nicht. Natürlich, jetzt kann ich es erkennen. Die Ähnlichkeit ist eindeutig. Sie ist Ihre Tochter Estelle, nicht wahr? Ja. Seien Sie herzlich willkommen im Haus von Dr. Scarabus, mein Kind. Wie entzückend Sie sind. Und dieser edle junge Bursche, doch gewiss nicht Ihr Sohn, lieber Doktor. Ich bin Dr. Bedlows Sohn. Bedauerlicherweise. Ja, die Ähnlichkeit ist leider nicht zu verkennen. Aber welche glücklichen Umstände führen Sie in mein Haus, lieber Doktor? Der Geist meiner letzten Frau, Sir. Der Geist, Sir? Ihrer letzten Frau? Ich befürchte, ich verstehe Sie nicht. Dr. Bedlow hat mir mitgeteilt, dass... Er äußerst diskret. Dass er meine Frau Lenore in diesen Mauern gesehen hat. Ist das wahr, Sir? Haben Sie auf Ihre Seele einen Bann gelegt? Dr. Craven, ich bin entsetzt. Wahrhaft entsetzt, dass Sie einen derart schrecklichen Gedanken über mich hegen. Sie haben mich bis ins Herz verletzt. Aber wenn es nicht wahr ist, warum haben Sie dann versucht, unsere Reise zu verhindern? Ich habe nicht versucht, Ihre Reise zu verhindern. Aber Sir, wir sahen doch... Was tun Sie da? Lassen Sie uns die Wahrheit herbeirufen. Lenore! Lenore! Sie haben geläutet, Sir? Das ist nicht meine Lenore. Da haben Sie nun Ihren Geist, Sir. Du kannst wieder gehen. Ich bitte Sie um Verzeihung, Dr. Scarabus, dass ich Ihnen Unrecht angetan. Oh, ich möchte Ihnen meine Betrübnis über dieses grobe Missverständnis ausdrücken. Aber vergessen wir das. Seien Sie jetzt mein Gast an meiner Tafel. Ein kleines Essen, Wein und ein gutes Gespräch. Lassen Sie uns doch nicht mit trübsinnigen Gedanken auseinandergehen.
Sie werden doch die Güte haben und einem alten Mann diesen Wunsch erfüllen. Ja, ja, natürlich, ja. Oh, meine Dankbarkeit wird keine Grenzen kennen. Dr. Bedloe, junger Herr. Zu meiner Rechten Dr. Craven, wenn ich bitten darf. Und Ihre entzückende Tochter daneben. Dr. Bedloe, zu meiner Linken, wenn ich bitten darf. Ja, gut. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich vergessen habe, was heute am frühen Abend geschehen ist. Aber Sir, ich hatte gehofft, Sie hätten es vergessen. Dass Sie mich in einen Raben verwandelt haben? Einen Raben? Aber Sir, Sie haben versucht, mich zu töten. Na und? Nun, unter solchen Umständen, finde ich, habe ich mich noch sehr nachsichtig verhalten. Ich wusste ja, dass Sie unverzüglich einen Weg finden würden, sich wieder zurückzuverwandeln. Und siehe da, Sie haben es getan. Und alles ist wieder gut. Und Sie haben auch nicht versucht, uns daran zu hindern, herzukommen, hm? Habe ich Sie denn immer noch nicht von meiner Aufrichtigkeit überzeugt? Kommen Sie, essen Sie, trinken Sie. Teilen Sie mit mir eine freudige Stunde festlicher Geselligkeit mit dem Sohn meines alten Freundes. Es tut mir leid, Sir. Aber mein Vater hat mir nie den Eindruck vermittelt, dass Sie und er etwas anderes waren als erbitterte Feinde. Oh, Doktor. Wir standen im Wettstreit, ja. Also Wettkämpfer, wenn Sie wollen, aber Feinde? Nein. Ich habe ihn mehr bewundert als jeden anderen Mann. Ah ja, ich verstehe, ja, ja. Und dennoch, es hatte immer den Anschein, dass... Ah, den Anschein, lieber Doktor. Sie und ich aus der okkulten Zunft wissen doch nur zu genau, wie trügerisch das ist, was anscheinend so sein muss. Ja, das ist wahr. Das ist tatsächlich wahr. Aber nun erzählen Sie mir doch, erzählen Sie mir etwas über Ihre unwahrscheinlichen Handmanipulationen, von denen ich so erstaunliche Berichte vernommen habe und Sie doch niemals selber sehen konnte. Ah, ich habe doch bereits gesehen, dass Sie sie auch besitzen, die Gabe der Zauberei mit den Händen. Ich habe meine bescheidenen Mittel. Bescheiden. Bescheiden nennt er das, wenn er Menschen in Vögel verwandelt. Müssen Sie denn immer noch davon reden? Der Zwischenfall ist doch vergessen. Das ist er nicht. Wo ist mein Koffer mit meiner Zauberausrüstung? An einem sicheren Platz. Geben Sie ihn mir zurück. Sehr gern, Doktor. Dann müssen Sie mir nur Ihr Versprechen geben, dass Sie... Ich verspreche gar nichts. Ich fordere Sie heraus. Schon wieder. Dr. Bedloe. Halten Sie Ihren Mund! Ich kenne Sie. Sie fürchten sich, sich mir zu stellen, wenn ich nüchtern bin. Hm? Sind Sie denn nüchtern? Nüchtern genug, um aus Ihnen einen Narren zu machen, Sie billiger Schwindler, Sie. Vater, Dr. Bedloe. Das habe ich überhört. Wir sollten, so meine ich, unser Gespräch fortsetzen. Ja, Sie haben Angst, Sie erbärmlicher Feigling. Vater, im Namen von... Halt deinen Mund! Ja, Angst. Angst vor einem ehrlichen Duell in Zauberei, Sie jämmerlicher alter Ziegenbock. Genug, Sie zusammengeschrumpfter Alter. Genug, Sir. Was soll ich denn bloß tun? Na, können Sie das vielleicht nicht allein entscheiden? Fangen Sie. Ah, jetzt! Jetzt werden wir sehen, wer der Meister aller Magier ist. Können Sie ihn denn nicht zurückhalten? Ich werde tun, was ich kann, Sir. Aber wie Sie sehen, scheint er unbedingt auf eine Revanche zu bestehen. Jetzt! Vater, du solltest das nicht tun. Wer bist du, dass du so mit mir redest? Vater, du bist nicht in der Verfassung. Verschwinde, geh zurück an den Tisch! Vater, nimm an, er verwandelt dich wieder in einen Raben. Das geht doch gar nichts an! Jetzt! Veni! Vidi! Vici! Du verteidigst dich wohl, du Feigling, hä? Ist gut. Dann so. De mortuis nil nisi bene. Oh, du scheußlicher alter Mann. Nun gut, ich zeige dir jetzt meinen Zauber des Prometheus. Darin bin ich unübertroffen.